Es gibt viele Mythen darüber, was du brauchst oder können musst, um gute Songs zu schreiben. Und 10 dieser Mythen widerlege ich in diesem Video und erkläre dir anstattdessen, auf was du dich wirklich beim Songwriting konzentrieren musst. Geh los! Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Heute ein bisschen anderes Setting. Ich bin auf meinem Jahresretreat in Marbella. Das ist in der Nähe von Malaga. Das heißt, die Beleuchtung ist nicht ganz so gut. Dafür ist das Setting im Hintergrund umso schöner. Und jetzt geht's los. Wir fangen gleich an mit Mythos Nummer 1. Und das ist, ich kann nur gute Songs schreiben, wenn ich inspiriert bin. Natürlich ist Inspiration und Kreativität, also dass sich die Musik küsst, sehr, sehr wichtig, wenn es um Songwriting geht. Aber diese beiden Sachen sind nur die Spitze des Eisberges. Denn um gute Songs schreiben zu können, brauchst du noch viele, viele andere Sachen. Wie zum Beispiel Erfahrung, musikalisches Können, schlechte Songs, die du geschrieben hast, gute Songs, die du geschrieben hast, Blut, Schweiß und unter Umständen auch mal Tränen. Manchmal tust du dich beim Songwriting leichter, aber manchmal liegen Songideen auch Wochen, Monate oder gar Jahre in der Schublade. Natürlich ist es immer einfacher, gute Songs zu schreiben, wenn du inspiriert bist, zum Beispiel durch diesen wunderschönen Strand hier hinten. Andersherum ist es aber auch viel einfacher, inspiriert zu sein, wenn du zum Beispiel Bücher über Songwriting liest, wenn du ein Instrument lernst, wenn du Kurse über Songwriting buchst und wenn du dich von Rückschlägen nicht entmutigen lässt. So sammelst du Erfahrungen und hast immer die richtigen Werkzeuge an der Hand, wenn du mal irgendwo feststeckst. Mythos Nummer 2, ich kann nicht unter Druck an einem Song arbeiten, denn dann fühlt es sich wie ein Job an. Ja, natürlich ist es klar, wenn du Zeit hast, wenn du Muse hast, wenn du entspannt bist, kommen dir bestimmt ganz viele gute Songideen. Aber gerade im professionellen Bereich kann ich dir sagen, dass du oft Zeitdruck hast. Denn eine Produktion muss fertig werden, ein letzter Song fürs Album muss fertig werden, weil das Studio schon gebucht ist. Und so weiter. Und mal ganz ehrlich, nach meiner Erfahrung ist ein bisschen positiver Druck immer ganz gut, denn so wirst du gezwungen, dran zu bleiben. Das heißt, du hast eine Deadline, voriges Beispiel, Studio ist schon gebucht, du brauchst noch einen Song fürs Album, dann musst du dranbleiben, du konzentrierst dich wirklich nur auf die wichtigsten Dinge, du fokussierst dich auf die wichtigsten Dinge und verhedderst dich nicht in unwichtigen Details, sondern bleibst dran, arbeitest an deinen Songs und ich garantiere dir, du wirst dann zum nötigen Zeitpunkt auch fertig sein. Mythos Nummer 3, und das ist, glaube ich, schon fast mein Lieblingsmythos, ist, Songwriting kannst du entweder oder du kannst es nicht. Du hast entweder Talent dafür oder du hast es nicht. Das Wort Talent ist auch so ein schönes Wort und dazu möchte ich dir eine kleine Story erzählen, die ich in einem Buch gelesen habe. Und zwar war das über eine Songwriterin, die geschrieben hat, viele ihrer Studenten haben sich auf ein Interview von Sting bezogen, in dem er erzählt hat, er hätte den Welthit Every Breath You Take in einer halben Stunde geschrieben. Und sie würden sich wünschen, sie hätten auch so ein Talent, einen Top-Hit, einen Welthit in nur einer halben Stunde zu schreiben. Sting hat also tatsächlich in diesem Interview gesagt, er sei irgendwann nachts aufgewacht, hätte diese Idee Every Breath You Take im Kopf gehabt und nach einer halben Stunde sei dieser Hit, der heute noch im Radio hoch und runter läuft, fertig gewesen. Aber lass uns jetzt mal kurz anhalten. Sting hat diesen Song 1983, glaube ich, geschrieben und da gab es die Erfolgsband The Police schon seit 6 Jahren. Also wäre es eher richtiger zu sagen, Sting hat diesen Hit nach 4 erfolgreichen Alben, 4 Nummer 1 Hits und unzähligen Auftritten und mehreren Welttourneen geschrieben. Also, das hört sich doch schon besser an und damit sind wir wieder bei Punkt 1. Du musst Erfahrungen sammeln, du musst hart arbeiten, du musst viel Zeit im Studio verbringen oder vor deiner Musikproduktionssoftware oder sonst wo und irgendwann wirst du besser werden. Irgendwann weißt du, wo es hakt, irgendwann weißt du, was einzelne Songparts interessant macht und dann kannst du auch gute Songs schreiben. Talent ist mit Sicherheit wichtig und es ist ein ganz bestimmter Punkt, aber es ist nur ein kleiner Punkt. Das meiste, und das ist meine Meinung, 80-90%, um gute Songs zu schreiben, sind Erfahrung, viel Live-Auftreten, viel Spielen und harte Arbeit. Mythos Nummer 4, du brauchst nur diesen einen Hit. Du brauchst nur einen guten Song und etwas Glück, dass eine große Firma wie Universal zum Beispiel diesen Song oder dein Demo anhört. Und dann hast du es geschafft, du wirst berühmt werden über Nacht. Und ich gebe zu, dass diese Overnight-Sensation-Geschichte, dass die
wirklich Träume weckt und dass die viele tatsächlich auch noch glauben. Aber nach dem, was ich mir jetzt als Recherche durchgelesen habe für dieses Video, gibt es diese Overnight-Sensation nicht. Denn die ganzen Künstler, die einen Nummer-1-Hit hatten oder die durch einen großen Hit berühmt wurden, haben jahrelang schon davor gearbeitet und zwar hart gearbeitet. Nehmen wir mal einfach als Beispiel die neuseeländische Künstlerin Lorde, die 2013 praktisch über Nacht mit dem Hit Royals weltberühmt wurde und weltweit ziemlich weit vorne in den Charts platziert war. Als sie diesen Song Royals 2013 übrigens kostenlos auf ihrem eigenen Label veröffentlicht hatte, war sie 16. Ihre Geschichte ging aber schon 4 Jahre vorher los, da war sie 12 und irgendein Video von einem Schulcontest an ihrer Highschool ist in die Hände von Universal Audio gefallen und irgendein Typ dort hat sich das angeschaut und hat ihr Talent erkannt. Dort hat sie dann noch weitere 3 oder 4 Jahre mit verschiedenen Songwritern, mit denen sie zusammengebracht worden ist, von Universal Songs geschrieben und kein Hit und nichts kam dabei raus. Bis sie dann mit einem bestimmten Songwriter zusammengebracht wurde, mit dem sie dann in Co-Produktion Royals geschrieben und rausgebracht hatte. Du siehst also, 4 Jahre lang hat sie hart gearbeitet, Song um Song geschrieben. Ich will gar nicht wissen, wie viele, bis sie dann endlich mal diesen einen großen Song hatte, der viral ging. Ist die Chance also groß, dass du über Nacht entdeckt wirst? Nein. Wie erhöhst du die Chancen, dass du entdeckt wirst? Spiel dir die Finger wund, übe viel, networke wie verrückt, mach nur Sachen, die du vor dir selber auch vertreten kannst, bleib du selbst und hab Spaß dabei. Mythos Nummer 5. Songwriter oder Produzenten können nur erfolgreich werden, wenn sie einen Nummer 1 Hit haben. Und natürlich kann ich es nicht leugnen, ein Nummer 1 Hit, ein Welthit kann alles für dich verändern. Ich denke, das ist klar. Aber ich sage dir, es gibt auch noch genügend andere Indikatoren für Erfolg, was Musikproduktion betrifft. Wechseln wir mal das Genre, nehmen wir zum Beispiel mal Architekten. Wie viele Architekten gibt es auf der Welt und wie viele davon haben ein weltberühmtes Gebäude konstruiert oder entworfen? Ja, wahrscheinlich die wenigsten, ein sehr geringer Prozentsatz. Und sind deswegen alle anderen Architekten Loser und verdienen kein Geld? Ich glaube nicht. Und genauso ist doch beim Songwriting und in der Musikproduktion auch. Es gibt viele Musikproduzenten, viele Songwriter, die gutes Geld verdienen, zum Beispiel indem sie für Bands arbeiten und mit ihnen Touren vorbereiten, die Werbesongs schreiben oder die gut dotierte Privatverträge haben. Also einfach Leute, die von privat ihre Songs produziert haben möchten und die sie arrangieren. Das ist zum Beispiel mein Bereich. Und ich verrate dir was, ich habe noch nie in meinem Leben einen Nummer 1 Hit geschrieben und ich verdiene mein Geld als Musikproduzent, hauptsächlich als Arrangeur. Also nochmal, ein Nummer 1 Hit ist auf gar keinen Fall ein Indikator dafür, ob du ein erfolgreicher Songwriter oder Produzent bist oder nicht. Falls du dich für Hitsongs interessierst und vielleicht doch einen schreiben möchtest, dann empfehle ich dir mein PDF, die Hitsong-Formel. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da habe ich alle Nummer 1 Hits von Top-Produzent Max Martin auf Gemeinsamkeiten untersucht und es ist ganz erstaunlich, was dabei rauskam. Er hat nämlich 30 Nummer 1 Hits oder 20 Nummer 1 Hits in den letzten 30 Jahren geschrieben, glaube ich. Und ich habe sie so ein bisschen untersucht. Also unbedingt runterladen, habe ich dir im ersten Kommentar angepinnt und ich freue mich dann auf deinen ersten Hit. Mythos Nummer 6. Songwriting ist eine einsame Kunst. Und auch wenn dieses Bild immer noch sehr, sehr präsent ist vom einsamen Songwriter, der am Strand mit seiner Gitarre steht und das Wasser umspült seine Füße, er ist mit der Gitarre und dann kommt auf einmal alles zu ihm und er schreibt einen Hit oder einen tollen Song. Auch wenn dieses Bild noch vorherrscht, werden Songwriting-Teams immer populärer. Denn es ist einfach viel einfacher, mit 2, 3 oder sogar mehr Leuten einen Song zu schreiben, um den berühmt-berüchtigten Songwriters-Block zu verhindern. Also wenn du zum Beispiel einen guten Chorus hast, hast aber keine Idee für den nächsten Part, dann kannst du mit einem Songwriting-Team viel schneller vorwärts kommen. Du kriegst schon viel früher Kritik von deinen Kollegen, sie können dir weiterhelfen. Und du schmorst nicht so sehr im eigenen Saft, hast immer die gleichen Akkordfolgen oder immer die ähnlichen Melodien, sondern du hast jemanden, der mit einem frischen Ansatz mal drüber gehen kann. Deswegen, es gibt natürlich Songwriter, die einen geilen Song nach dem anderen schreiben, aber Songwriting-Teams sind stark im Kommen und ich würde auch dir empfehlen, das mal auszuprobieren. Mythos Nummer 7. Ich schreibe einfach nur Songs, die mir gut gefallen. Ich weiß, dass meine Titel gut sind und die Zuhörer werden mir das dann schon irgendwann bestätigen, wenn ich meine Songs vor genug Publikum bekomme. Natürlich ist es richtig, dass Songwriting ein starker künstlerischer Selbstausdruck ist. Das heißt, du gibst viel von dir preis, du erzählst deine Geschichte oder Teile deiner Geschichte
und du erzählst was von dir oder was du erlebt hast. Aber du möchtest doch bestimmt mit deinen Songs auch eine möglichst große Zuhörerschaft erreichen. Und dazu muss ich dir jetzt eine ganz wichtige Sache sagen, die erstmal etwas schockierend klingt. Der Zuhörer interessiert sich in aller Regel nicht für dich. Ich weiß, das klingt erstmal hart, aber dein Zuhörer, deine Zuhörerschaft interessiert sich nicht für dich. Warum? Weil die meisten dich gar nicht kennen. Wenn du zum Beispiel einen Song schreibst über deinen Hund, der gestorben ist, dann finde ich das persönlich traurig und ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, aber ich habe weder deinen Hund gekannt, ich kenne weder dich noch die Beziehung zu deinem Hund und deswegen werde ich das schnell vergessen oder vielleicht beim zweiten Vers wegschalten. Das heißt, der Zuhörer interessiert sich für sich. Wenn ich einen Song von dir höre, dann möchte ich mich darin wiederfinden. Und am allerbesten ist es noch, wenn ich mich als Held darin wiederfinden kann. Also irgendeine traurige Story, eine spannende Story, oft auch eine Liebesstory. Ich möchte der Held sein. Ich möchte das spüren können in deinem Song. Ich möchte mich fühlen können wie ein Held, wie ein Gewinner. In den meisten Hitsongs, in den meisten großen Songs geht es eben um Gewinner. Um irgendeinen, der irgendjemand besiegt, der eine Frau oder eine Künstlerin, die einen Mann, die große Liebe rumkriegt, und so weiter. Das heißt, wenn du möchtest, wenn du eine große Zuhörerschaft erreichen möchtest, musst du Songs schreiben, die deine Zuhörerschaft emotional berühren. Natürlich kannst du auch Songs nur für dich selber schreiben, aber dann trifft wahrscheinlich wieder eher Punkt 6 zu und dein Songwriting wird für immer und ewig eine einsame Kunst, nämlich deine eigene, bleiben. Mythos Nummer 8. Wenn ich einen guten Song schreiben möchte, dann muss ich jede Zeile reimen, ansonsten erreiche ich keine große Zuhörerschaft. Natürlich stimmt das auch zum Großteil. Die meisten guten Songs, die meisten Hits haben gute Reime und sie haben vom Text her eine Rhythmik, die sich sauber mit dem Groove einloggt. Und ja, natürlich sind auch gute Reime ein Aspekt unter vielen, was einen guten Song ausmacht. Aber tatsächlich gibt es auch einige sehr bekannte Songs, die sich nicht wirklich gut oder nur sehr holprig reimen und die trotzdem Hits geworden sind. Zum Beispiel Losing My Religion von R.E.M. oder Tom's Dinner von Susanne Vega oder Karma Police von Radiohead. Hör dir die mal an und dann hör mal auf die Reime bzw. die Reime, die nicht vorhanden sind. Und trotzdem sind diese Songs sehr, sehr erfolgreich. Mythos Nummer 9. Wenn ich gute Songs schreiben will, muss ich zwingend ein Instrument spielen. Auch das mag dir erstmal logisch erscheinen und auch hier wieder, ja, natürlich ist es von großem Vorteil, insbesondere wenn du ein Instrument spielst, das Harmonien erzeugen kann, wie zum Beispiel Piano oder Gitarre. Aber ich selbst kenne tatsächlich einige Leute, die selbst kein Instrument spielen, die aber immer sehr, sehr gute Melodien im Kopf haben, auf die ich selber nie kommen würde. Und die singen sie einfach auf ihr Handy ein. Und ich finde hier einen Aspekt ganz wichtig. Und zwar ist das Ziel des Songwritings ja, Worte und Musik wirkungsvoll zu verbinden. Im Idealfall so, dass sie eine emotionale Anziehungskraft auf deinen Zuhörer haben. Wenn du also kein Instrument spielen kannst, aber viele gute Ideen für schöne Melodien hast, bedeutet das lediglich, dass du die Alternativen suchen musst, um deine Melodien und Worte mit Musik oder mit einem Arrangement zu verbinden. Und das kannst du zum Beispiel wieder über eine Songwriter-Collaboration machen, also wenn du mit verschiedenen anderen Songwritern zusammenarbeitest. Mythos Nummer 10, und auch das liest du sehr, sehr oft in irgendwelchen Songwriting- oder Recording-Foren, und das ist, ja, alle erfolgreichen Songs haben ja die gleichen Akkordfolgen. Was soll da schon Neues dabei rauskommen? Das stimmt bis zu einem gewissen Grad natürlich auch und viele erfolgreiche Songs haben tatsächlich genau die gleichen Chord Progressions, also Akkordfolgen. Aber mal andersrum gefragt, die Gitarre, mit denen du deine Songs schreibst, hat auch immer die gleichen 6 Saiten. Das Alphabet, aus dem du deine Texte schreibst, besteht auch immer aus den gleichen 26 Buchstaben und in der Malbox mit Buntstiften für Kinder sind auch immer die gleichen Farben. Und jetzt? Entscheidend ist doch, was du aus dem Rohmaterial machst und wie du die einzelnen Komponenten zusammenbringst. Und da muss ich dir sagen, egal ob es immer die gleichen Akkordfolgen sind, du kannst die Rhythmik verändern, du kannst den Ansatz verändern, du kannst das Tempo verändern. Es gibt wirklich unglaublich viele unterschiedliche Ansätze und es ist so individuell und es gibt so viele Möglichkeiten, dass kein Mensch auf der Welt genau den gleichen Song schreiben wird wie ein anderer. Es sei denn, du verwendest natürlich irgendwelche Loops oder MIDI-Packs oder Producer-Packs, die gerade ganz groß im Kommen sind. Wenn du die genauso verwendest, ist die Chance natürlich groß, dass jemand anders die vorher so auch schon mal verwendet hat. Aber das ist meines Erachtens sowieso nicht wirklich Songwriting, einfach irgendwelche Loops übereinander ziehen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Deswegen lass dir von so einem Geschwätz und von solchen Mythen, die zuhauf im Internet kursieren, nicht den Spaß am Musikmachen verderben.
Pack deine Gitarre aus, pack dein Tagebuch aus, deine Notizbücher aus, wirf deine DAW an, wirf deinen Computer an und fange an, einen geilen Song zu schreiben. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu hören. Und jetzt zum Schluss interessiert mich natürlich noch deine Meinung. Kennst du diese Mythen und welchen Mythos glaubst du und welchen Mythos konnte ich vielleicht zerstören für dich? Schreib mir das mal bitte gerne unten in die Kommentare und dann schreib mir ein Datum rein, wann dein nächster Song fertig sein wird. Wenn du dafür noch ein bisschen Inspiration brauchst, dann schau dir doch einfach mal eines dieser beiden Videos an. Ich sage jetzt ganz viele Grüße aus Malaga. Nächste Woche bin ich wieder im Studio. Wir sehen uns und bis dann!